Juliette Menke alias Lena Bergmann aus der RTL-Erfolgsserie Alles, was zählt. Hallo Andreas. Hallo und herzlich willkommen bei Tim trifft Andreas Pflaum, den Hotelier des Hotels der Stars schlechthin. Denn wer geht bei euch denn so ein und aus im Pflaums Posthotel Pegnitz? Michael Jackson, Wahnsinn. Die Bee Gees und die Großen der Jazz-Szene und so weiter. Aber auch richtig große Politiker, wie zum Beispiel Michael Gorbatschow. Ja, also faszinierend, obwohl also auch die Heldentenöre und Stars der Bayreuther Festspiele dann diese Oase nutzen. Das ist der Hammer, denn hier sind wir heute mit Julie verabredet, die du wahrscheinlich besser kennst als Lena Bergmann aus Alles, was zählt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal in Ihr Pflaums Postmobil. Ja, wunderbar. Mit dem ist, glaube ich, Michael Jackson auch hierher gebracht worden. Er ist angereist mit dem Orient Express, hat seinen 34. Geburtstag gefeiert und er war verblüfft und meinte, never seen something alike before. Und außerdem war auch unser Papst da. Ja, also Götter, Kaiser, Könige, der Papst. Wir schlafen heute nicht hier, wir machen hier immerhin ein Fotoshooting, aber wenn unser Papst, Habemus Papam, wir sind Papst, Papa Razzi hier war, dann kann es ja nur gut gehen. Klappe zu, Affe tu. Andreas war so nett und brachte mich zu Serienstar Juliette Menke, beziehungsweise besser gesagt zu ihrer Hotelsuite, die ich gemeinsam mit meinem Team, zahlreichen Zeitungsjournalistinnen und Fotografen enterte. Aber Fotograf Manuel und die Zeit drängten, denn die Schauspielerin logierte nicht nur zu ihrem Privatvergnügen so fürstlich. Wow! Viele Zeitschriften warteten ganz gierig auf frische, flotte Fotos des TV-Stars. Hier sehen wir Julie also mit Stylistin und Maskenbildnerin beim Fotoshooting. Und nicht wie gewohnt mit anderen Stars wie Ex-Eisprinzessin Tanja Schewtschenko bei Alles, was zählt. Diese RTL-Serie ist übrigens außergewöhnlich beliebt und erfolgreich und symbolisiert somit auch Julies Durchbruch als Schauspielerin. Obwohl sie bereits vorher Theater gespielt und Fernsehauftritte hatte, zum Beispiel bei Paul Panzer. Also habe ich sie über ihren Werdegang und Alltag ausgequetscht. Jetzt bin ich in Pflaums Posthotel in der Suite angekommen, in der Juliette Menke, die du besser als Lena Bergmann aus Alles, was zählt, kennst, ihr Fotoshooting absolviert. Hallo, grüß dich, wer bist denn du? Manuel. Hi. Hallo Tim. Störe ich gerade? Nein, wir sind gerade fertig. Das passt ja wunderbar. Hallo. Hallo. Schön, dass wir dich treffen können. Gleichfalls. Was machst du außer Fotos? Ich spiele die Lena Bergmann in Alles, was zählt. Kennst du natürlich. Da bist du aber immer so gewalttätig. Mhm, immer wieder gerne. Muss ich mich jetzt in Acht nehmen? Auf jeden Fall. Warum? Nee, ich könnte ausschlagen. Dafür musst du bestimmt auch viel Training absolvieren. Ja, vor allen Dingen Stunt-Training für die ganzen Kampfszenen. Denn die Lena Bergmann ist ja immer ganz schön giftig. Mhm, giftig nicht, aber sie schlägt. Aggressiv. Manchmal. Du auch privat? Nein. Wenn, dann machen wir nur eine Kissenschlacht. Aber in der Serie machst du ja auch so mit Stöcken und Messern rum. Mhm, auf jeden Fall, immer wieder. Glücklicherweise haben wir weder einen Stock noch ein Messer, sondern ein Kissen. Also eine Kissenschlacht können wir gerne machen. Sag mal, wie bist du eigentlich Schauspielerin geworden? Ich habe ganz klassisch eine Schauspielschule besucht und habe dann ganz lange Theater gespielt und jetzt bin ich beim Fernsehen. Aus gut informierten Kreisen habe ich gehört, dass du in Regensburg auf die Schauspielschule gegangen bist. Stimmt das? Mhm. Wo kommst du eigentlich her? Ich bin in Bremen geboren und habe dann in der Nähe von Nürnberg Abitur gemacht und dann in Regensburg die Schauspielausbildung nach dem Abitur. Also du hörst, die hat sogar was Anständiges gelernt. Ist das wichtig? Auf jeden Fall. Warum? Na, also ich denke, mit Abitur lebt sich's ganz gut. Das ist schön. Sag mal, was hast du sonst für Ziele oder willst du jetzt dein Leben lang bei Alles, was zählt, bleiben, was bestimmt ja auch schön wäre? Wäre schon schön auch. Aber man braucht ja immer zwei Standbeine. Meine Mama sagt immer, man braucht zwei Standbeine, dann steht man besser. Sagt das deine Mama auch immer? Ja, meine Mama sagt das schon auch. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe mir dann... Aber dein Name, der klingt so französisch. Mhm, die Mama ist auch Französin. Und wie sagt die das dann? Juliette, fais attention, sagt sie immer. Warum musst du aufpassen? Das heißt, du musst aufpassen. Naja, dass ich alles richtig mache. Du hast viel gelernt, also sprich, du hast Abitur gemacht, mhm. Schauspielschule gemacht. Ja. Jetzt jeden Tag dein Training absolviert? Nicht jeden Tag, ich habe nicht jeden Tag Training, aber wir drehen jeden Tag. Hm? Aber immer so eine Stunde am Tag? Nö, können auch 12 oder 14 werden. 12 oder 14, wann fangt ihr da an? So, also ungefähr 17:45 habe ich frühestens Maske. 18:15 Uhr, dann meinst du 6:15 Uhr? Nein, morgens, ganz früh morgens, 6 Uhr morgens.
Und dann. Das ist ja genau meine Zeit. Genau. Ich würde sagen, dann ruhen wir uns jetzt erst noch ein bisschen aus und schlafen ein bisschen. Was haben wir denn heute sonst noch vor? Musst du irgendwo hin vielleicht? Auf jeden Fall. Ich muss heute noch nach Köln zurück. Nach Köln? Ich auch. Echt? Ich muss da heute auch hin. Nimmst du mich mit? Das wäre doch cool, oder? Super. Aber dann machen wir unterwegs noch was Schönes. Was denn? Zum Beispiel könnten wir auf eine Raststätte fahren und vielleicht ein Lagerfeuer machen? Bockwurst essen. Magst du Bockwurst? Ich liebe Bockwurst. Tofu-Bockwurst oder richtige Bockwurst? Echte Bockwurst. Dein Abenteuer beginnt. Gute Nacht. Hast du eigentlich noch andere Pläne, außer mit mir nach Köln zu fahren? Ja, also ich bereite mich gerade auf meine ersten CD-Aufnahmen vor. Also ich möchte auch in die Richtung Gesang gehen. Ja, so ein bisschen mit deutschen Texten, Swing, Jazz, Blues, so, das sind die nächsten Pläne. Wie machen Indianer? Wir sind jetzt genau beim Auto angekommen. Das passt. Vielen Dank, Herr Plaum. Bis bald. Die gefallen dir, oder? Super schön. Die sind aber nicht für dich, diese Mützen, sondern für meine heutigen Reporterassistenten. Wenn du auch mein Assistent werden willst, dann klick einfach auf www.jetixtv.de/Tim trifft. Und jetzt holen wir sie ab. Wen denn eigentlich? Ja, die Familie Meinberg holen wir ab. Was erwartet uns denn da? Ganz viele nette junge Mädels. Boah, da bin ich ja gespannt. Ich auch. So nett wie du? Vielleicht. Wer weiß, klingel du doch mal. Okay. Keiner da. Doch, zum Hallo? Glück. Hallo. Ach, die Lena ist da. Hallo, Kinder. Die Lena ist da, Kinder. Voll alles, was es ist. Genau. Wow. Hallo. 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 Hallo, Tim. Grüß dich. Wer bist du? Ich bin die Lorena. Und du? Ich bin die Leonie. Ich bin die Alissa. Und ihr kommt mit uns mit? Ja. Dann auf geht's. Hey, the lady, lado, do, the lady, lado, go. Hey, the lady, lado, dong, das ist ein Cowboy-Song. Hey, the lady, lado, do. Wir haben hier schon so eine Lagerfeuerstimmung aufgebaut, denn wir wollen grillen, auch wenn die Grillsaison noch nicht so richtig eröffnet ist. Aber ihr habt bestimmt schon tolle Fragen überlegt. Was sind deine Hobbys? Ich gehe super gerne Wakeboarden und Snowboarden. Könnt ihr euch vorstellen, was Wakeboarden ist? Nee, also ich habe keine Ahnung. Was ich habe auch keine Ahnung, was ist denn das? Das ist so wie Wasserskifahren, nur mit einem Snowboard unter den Füßen. Ja, und wie finden das deine Freunde so, dass du Schauspielerin bist? Die finden das super und unterstützen mich auch alle. Sowohl die Familie als auch die Freunde, da habe ich ganz tolle von. Wie alt bist du? 26. Hattest du schon als Kind den Traum, Schauspielerin zu werden? Ja, wollte ich eigentlich immer werden. Schon ganz früh, so mit 11, 12 oder so, habe ich mir das vorgenommen. Wann bist du denn zum ersten Mal auf die Bretter, die Welt bedeuten, gestiegen? Ich weiß nicht mehr. Also so, ich glaube mit 11, 12 Jahren. Wann fängt denn dein Drehtag so an? Also wir beginnen mit dem Dreh normalerweise so um 8 Uhr morgens. Und vorher müssen wir halt in die Maske. Was wird eigentlich aus unserem Grillabend? Keine Ahnung, wie wär's mit Würstchen pur? Auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt die Kohlen schon ausgepackt. Wer seid denn ihr? Ich bin die Tabea. Hallo, und du? Ich bin die Judith. Ja, und was wollt ihr? Ein Autogramm. Ach, gibt's da noch welche? Na klar. Nur wenn ihr uns helft, ein Feuer zu machen. Wir haben hier sogar ordentlich Folie dabei zur Unterlage, denn auf dem Boden kann man ja nicht einfach so ein Feuer machen, auf der Wiese geht ja nicht. Kohle haben wir auch dabei, außerdem noch Grillanzünder. Wow! Und du kannst www.jetixtv.de/timtrifft anklicken und mit etwas Glück auch Autogramme von Julie Menke alias Lena Bergmann aus Alles, was zählt, gewinnen. Julie, kannst du gleichzeitig zwei Sachen tun? Nein. Man merkt's. Ich habe gerade gefragt, Julie, dann sagst du bitte ja. Ja. Ich möchte dir ein Kompliment machen. Ich fand's schön, den ganzen Tag mit dir unterwegs zu sein. Ihr auch, oder? Ja. Ich fand's auch. Und dafür schenke ich dir was. Mein Herz. Und das Beste an diesem tollen Pokerherz ist, wenn du mal schwere Zeiten hast am Set, dann kannst du dieses Herz knicken. Weißt du, dann kannst du es knicken einfach und kannst dir die Hände daran wärmen. Das ist toll, oder? Das ist toll. Bitteschön. Ihr dürft natürlich eure tollen Tim Trifft T-Shirts behalten. Wow. Ich sag nochmal, küsst die Hand, Dankeschön. Schönen Gruß an den Mama zu Hause. Richtig aus. Ciao, ihr habt es prima gemacht. Und ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei Tim Trifft. Ah.
Ha, ha, ha.